Gut, ich war jetzt spazieren am Ring und habe das Bätschi gefunden. Was mich dann ob eine Geschichte bringt, die ich als kleiner Junge ins Erleben habe. Im Ehrenfeld habe ich mit gewohnt und irgendwann kam auch da der Klüttermann immer für die Klütte zu bringen. Und eines Tages ist das Bett durchgebrannt, warum auch immer. Es rammte mit der K los, hing er drin. Irgendwer trug mich bei der durch das Finster in der Wohnung, damit mir nichts passieren darf. Von der Zeit an hatte ich eine unheimliche Angst für Bett. Naja, der Zick verging. Man ging auch wieder in den Kauf. Die Oma, die hat mich irgendwie an der Hand, damit ich mir nur nichts passieren darf. Dann, eines Tages, stund tatsächlich der Klüttermann wieder mit seinem Bett da. Ich ging still und ruhig dran vorbei. Die Oma war ganz baff und sagte, Jung, wie man vorbei war, Jung, was ist? Hast du keine Angst mehr für Bett? Da habe ich gesagt, nö, Oma, für das Bett brauche ich keine Angst haben. Das hat mir geknebt. Ja, jetzt habe ich euch so jetzt verzaubert, was ein Blödsinn. Ich bin eigentlich hier gekommen, für euch vorzulesen. Und zwar hatte ich mir ausgesucht, das Löwenstiftchen. Geschrieben hat das der Heinz Baffert. Und ich möchte das euch ins Feuer tragen. Wer mich jetzt hier in Besuch gemacht, ist herzlich eingeladen. Ich wohne boffen um am Dach, der Gall ist meine Jade. Rühmt nicht der Nas von wehen Löw. Mein Stiftchen ist mir hellig. Sind auch die Wängen ein bisschen schief? Ja, dafür ist es billig. Es lag der Jolder Sonnenschein am längsten auf mein Stiftchen. Und durch das finster Trick vom Ring ein lecker würzig Lüffchen. Ich kann von meinem Fenster aus den Puls der Domstadt luschen. Dann tät ich für kein Bohrenhaus mit meinem Stiftchen duschen. Demnächst lese ich noch ein paar Gölsche Dichte wieder. Mein Name ist Fritz Zöller und ich sage euch Tschüss, bis das nächste Mal.